Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich was ganz Spezielles für euch, und zwar packe ich heute Slam Attacks Karten aus. Und das Geile ist, ich bin gerade im Livestream, ich habe hier übelst viele Boxen und alle möglichen Kram. Wir packen jetzt alles aus und dann wird einer bei mir im Livestream diese ganzen Sachen von mir gewinnen. Ist doch mal eine geile Sache, oder? Also kommt bei mir in den Livestreams vorbei, da gibt es immer schöne Sachen. Ja, und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Hier ein Arsch voll Sachen. Alles das wird heute verlost. Also jetzt gerade für die Leute, die das hier auf dem Gaming-Kanal sehen. Ihr seid zu spät. Selbst schuld. Was kommt doch nicht in meinen Livestream? So, ja, ich popel das jetzt mal alles auf. Ich laber zwischendurch auch mit dem Chat und so. Also alles entspannt. Ja, geil. Ich krieg das nicht auf. Gut, dann war's das mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Alter. Das ist ja hier zugeschweißt für die Nachwelt einfach. Okay, ich bin sehr gespannt. Vielleicht dauert das auch ewig, bis ich so eine Box aufhabe. Alter! Oh, ich hätte heute nicht ins Gym gehen müssen. Wow! Nice! Okay, vielleicht behalte ich die Karten doch alle. Okay, das ist ja übelst cool. Ich habe noch nicht eine von diesen Wrestling-Karten mir irgendwie mal angeguckt. Also, aus welchem Jahr sind die? Digga, jetzt habe ich mich voll verschluckt. 2021, glaube ich. Steht das hier irgendwo drauf? 2020 steht hier drauf. Naja, schauen wir mal. Okay. So, aber einfach mal ein Arsch voll Karten ohne Packs. Einfach nur die Karten drin. Aber die Sasha Banks Karte, die ist ja natürlich schon mal richtig edel einfach. Die ist nice. Ne? So, was haben wir hier noch Schönes? Stone Cold. Alter, mit so einem Goldhintergrund einfach. Voll krass. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das hier krass ist. Ich glaube, ihr müsst mal Steini Bescheid sagen, dass der hier im Stream vorbeischaut. Der muss sich hier die Karten abholen. Der dreht bestimmt voll durch. Triple H und Raw Women's Championship. Alter, das ist voll verdreht. Was ist denn das? Aber hier auch alles schön mit dem Holo-Effekt. Guck mal, das sieht sogar richtig 3D-mäßig aus. Durch den Holo-Effekt und diesem Hintergrund einfach sieht der Gürtel richtig 3D-mäßig aus. Übelst krass. Naja. So, dann haben wir Alexa Bliss. Seth Rollins. Auch alles noch hier Holo-mäßig, so ein bisschen zumindest. Den guten Edge. Adam Cole, Baby. Sehr gut, beste Karten auf jeden Fall. Shorty G, oh Gott, Alter. Erinnert ihr euch noch an die Scheißzeit, wo irgendwelche Leute einfach richtig dumme Namen gekriegt haben? So, ich drehe mal jetzt die Kamera ein Stück rein. Och, das war auch ein Mist, Freunde. Wer sortiert die, Freunde? Was ist denn da los? So, Tony Nies, bester Mann einfach. Two of Five Live. Joe Coffey, nice. The Miz. Aaliyah. Von der gibt es auch eine Porno-Lookalike-Tante. Seth Rollins. Sunil Singh, auch nicht schlecht. Husky the Pig Boy. Ach du Scheiße. Na gut. Ramblin' Rabbit. Big Boss Man. Ruby Riot. Mehr All Elite Guys drin als alles andere auf jeden Fall. Mercedes Martinez. Finn Balor. Digga, der sieht einfach so scheiße gut aus. Alter, guckt euch doch mal den Bauch an. Meine Fresse. Da will ich auch für schwul werden, ey. Mark Henry. Ilja. Geil, Alter. Ilja Dragunov. Goldberg. Wer sortiert das? Sind die alle besoffen da oder was? Ey, was ist denn da los? Shotzi Blackheart. Candice LeRae. So, Rey Mysterio, auch sehr nice. Cesaro. Damian Priest. Carmella. Mark Andrews, auch sehr cooler Typ. Xavier Woods. Ivar Andrade. Zach Gibson. Und Rhea Ripley. Das war's. Krass.
Ranking ist bodenlos. Okay, ist das Ranking, was hier draufsteht? Attack und Defense, Alter? Wie bei Yu-Gi-Oh! Alter, was ist das für ein Schmarrn? Aber warum sind denn die Karten so verdreht? Was ist denn da los? Das ist eigentlich Sticker oder richtige TCG-Karten? Das sind Karten, das sind keine Sticker. Aber überlegt mal, wie viele Leute von dem Stapel jetzt alleine nicht mehr bei WWE sind. Wir machen uns mal den Spaß. So, der ist raus. Der ist bei All Elite. Der ist noch da. Der ist noch da. Der ist auch raus. So, der ist noch da. Der ist noch da. All Elite. Noch da. Noch da. Noch da. Nicht mehr da. Noch da. All Elite. Bearer. All Elite. All Elite. Na gut. Können wir eigentlich auch rausnehmen. Weil ich glaube, wir werden Bray Wyatt nicht mehr sehen. Der ist auch nicht mehr da. Der ist noch da. Elia, ist die noch da? Keine Ahnung. The Miz, Joe Coffey ist noch da. Tony Nese, All Elite, Jody G, Adam Cole, Edge, Seth Rollins, Alexa. Ja, das ist wieder was anderes. Aber so an sich sieht das schon geil aus, muss ich sagen. Es hat auf jeden Fall schon was. Ne? Hier einmal ein paar All Elite Guys noch. Also es sind schon ein bisschen was, was nicht mehr in der WWE ist in der Zwischenzeit. Aber naja. Gut, Freunde. Also, das ist schon mal das erste Set hier gewesen. Ich packe das jetzt aber so wieder rein, okay? In diese Box. So. So, Sasha Banks Reloaded ist am Start. Weiter geht's. Das wird ein langes Video auf jeden Fall. So. Wann kommen Unlimited-Karten? Sowas kriegst du nicht produziert. Da musst du so eine riesen Abnahmemenge haben. Da müsste eine Karte, keine Ahnung, 1000 Euro kosten. Alter, das ist aber auch nicht cool eingepackt. Boah, ey, richtig cool. Das ist schon eher cool. Gold Limited Edition von Edge. Kann ich das nicht hier gleich so drehen, dass alles die richtige Reihenfolge hat? Guck mal, wer macht sowas? Was ist denn da los? Warum drehen die denn so komisch? Das ist ja wirklich eigenartig. Naja, so. Mach schneller, dann wird's kürzer. Also, Edge. Daniel Bryan. Okay. Spear als Move. Und den Women's Tag Team Titel. Okay. Den guten Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Alexa Bliss schon wieder, Angel Garza und noch ein Andrade, Road Dogg, Jesse James, Trizzle, Natalya, The Kabuki Warrior, Jungs, Fabian Aigner, auch nicht schlecht, Kane, The Usos, The Brian Kendrick, bester Mann, Cameron Grimes, Sting, aber hier sogar auch nochmal so eine extra. Ist der Name nochmal so wie bei einer Rare-Karte von Yu-Gi-Oh! Alexander Wolf, nicht schlecht. Axel Tischer, guter Mann. Tegan Nox, Mark Henry. Ilya Dragunov hatten wir auch schon. Goldberg. Flash Morgan Rapster. Oh, wer ist das denn? Auch krass. Mit dem stand ich einfach vor einem Monat im Ring. Gentleman Jack Gallagher. Kira Tozawa. Walter. Da war noch ein bisschen beleibt, oder Gute. Shinsuke Nakamura und Cesaro. Ja, sehr gut. Danny Burch. Rezar. Boa. Existiert der noch? Ich glaube nicht, ne? Kaylee Ray. Marcel Bartel. Kushida. Und Ricochet. Nice. Okay. Kann man machen. Ich packe einfach alles so wieder rein. So. Okay, das war die zweite Box. Am besten man unterteilt das doch nochmal so, oder? Ich will gar nicht wissen, wie lange ich denn brauche, um diese andere große Box, die ich noch habe, von diesen Karten hier noch auszupacken. Das wird ja alles richtig interessant. Das ganze Plastik, oh, das geht nicht. Die Erde stirbt. So. Oh, John Cena. Habe ich vorne drauf geguckt, großartig. So. Von wann sind die Karten? Von 2020. Also geht noch. Sind jetzt nicht uralt. Aber macht Tops das noch?
Ich weiß gar nicht, ob die nicht zwischendurch wieder andere Anbieter für diese Karten haben. Auf jeden Fall gibt es noch Karten. Aber eigentlich ist es auch scheißegal, oder? Du bist ja Feuer und Flamme für diese Karten. Wie gesagt, ich mache das erste Mal diese WWE-Karten auf. Ich habe keine Ahnung, was hier Gutes dabei ist oder nicht. Vielleicht habe ich hier richtig krasse Raritäten, die übelst wertvoll sind und ich weiß es halt nur nicht. So, John Cena. Aber diese Gold Edition sieht schon geil aus eigentlich. Das gefällt mir schon. Das hat auf jeden Fall schon was. Naja. Hier auch noch eine andere John Cena-Karte. Eine Super Rare steht sogar drauf. Ah ja. So, der 24-7-Titel. Na, den hat natürlich jeder gebraucht. Ein Coup de Grace von Finn Balor. Rhea Ripley. Shinsuke. Io Shirai. Asuka. Natalya. Bobby Lashley. Ricochet und Cedric Alexander. Apollo Crews. British Bulldog. Dusty Rhodes. Nice. Roderick Strong, der übrigens noch da ist. Wo auch immer er ist. Pete Dunne. Tommaso Ciampa, X-Pac, der Rabbit schon wieder, Big Boss Man, Jerry the King Lawler, ein Table, ah ja, I am the Table, Jey Uso, Jinder Mahal, Mia Yim, Sasha Banks, Shayna Baszler, Dakota Kai, Angel Garza, Oney Lorcan, Peyton Royce, Dakota Kai, Rezar, Undisputed Era, nicht schlecht, Trent Seven, auch nice, und Rowdy Roddy Piper. Naja, geht. Kannst du dich jetzt mit Steinen und so zusammensetzen? Ja, wenn die wüssten, dass ich das hier aufmache, würden die wahrscheinlich durchdrehen. So, hast du noch ein Unlimited Wrestling Championship? Da würde ich nämlich einen bestellen. Bis auf die Tag Team Titel, die gerade in Produktion sind, habe ich noch alle da, ja. Also kann ich Donnerstag verschicken. Ich bin Donnerstag wieder da und kann was verschicken, ja. Slam Attack ist doch mittlerweile schon in die Jahre gekommen, oder täusche ich mich? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich glaube, mittlerweile hat Panini die Rechte an den Wrestling-Karten. Okay. Kann aber sein, dass Tops weiterhin auch noch mitmacht. Ich weiß es nicht. Also, ja. Da bin ich auch zu wenig dran, einfach. Also, nicht, dass mich das nicht juckt, aber es juckt mich nicht. Also, dadurch, dass ich die Karten nicht sammle, ist das ja halt nicht so Rauschen für mich. Aber das sind hier Megatins. Für 2020 Stars Megatin 3. Ich habe auch noch die Megatin 2, aber eine Megatin 1 habe ich nicht gekriegt. Keine Ahnung, was da wieder los war. Alter. WWE Legends gegen 2020er Stars. Okay, aber das ist schon eigentlich ganz cool. So, ne? An sich ist das schon. Geht das schon fit? Oh, nice. Auch an sich, diese Boxen sind eigentlich auch ganz cool. Exclusive Pack. Ich finde es jetzt erstmal nicht scheiße. So. Alter. So. Eine 100er Asuka erstmal. 100 Club. Aber alle sehen irgendwie ein bisschen anders aus, haben irgendwie einen anderen Stil. So, okay, Seth Rollins, den NXT Tag Team Titel. Da überlege ich auch nochmal, ob ich mir den nochmal gönne. Der hat irgendwie auch was, fand ich ganz cool. NXT UK Titel, auch schön. Swanton Bomb, Raw Tag Team Titel, Rhea Ripley. Shinsuke, Randy, Alexa, Asuka, Natalya. Murphy, bester Mann, Shayna Baszler und alles wieder gedreht. Titus O'Neil, Tyler Bate, Murphy, Honky Tonk Man, Heavy Machinery, das war noch Zeit. King Corbin, Bray Wyatt, Wesley Blake, Lacey Evans, Shorty G, Cameron Grimes, Liv Morgan, Rhea Ripley, Tucker, Angel Garza, Farouk, Otis, The Bruiserweights. Das war auch witzig eigentlich. Jackson Ryker, Flash Morgan Webster, Finn Balor, Mark Henry, Ilya Dragunov, Samir Singh, Joaquin Wild, der jetzt immer noch da ist, oder wieder da ist, Shane Thorne, Sami Zayn, Kane, The Usos, Brian Kendrick, Murphy und Austin Theory. Alter, manchmal haben die auch einfach random Leute zusammengeschmissen.
Bobby Lashley, Ricochet und Cedric Alexander und Apollo Crews. So, und dann gibt es noch ein Exclusive Pack. Schauen wir mal rein. Oh, wieder ein goldenen Stone Cold. Ach ne, wieder gar nicht. Das war ja vorhin ein Silberner oder so. So, Andre the Giant, Bam Bam Bigelow, Ultimate Warrior, Roddy Piper, Razor Ramon, Shayna, Trish, AJ Styles, Braun Strowman, The Miz, Seth Rollins, Adam Cole, Asuka und Charlotte Flair. Naja, okay. Alles komisch zusammengewürfelt, aber dann ist es halt so. So, fein, fein. Aber sammelt von euch wirklich jemand die? Slamtex, ja, das hatte ich schon. Hast du auch im Keller gefunden oder wie? Ja, so fast eigentlich. Also, nee, die wurden mir damals zugeschickt. Also, wer macht das hier? Tops, ne? Die hatten mir damals so eine 2 Pakete zugeschickt, damit ich die in einem Video mal zeigen kann oder halt nicht. So, ne? Also, es gab keinen Vertrag oder so, dass ich da irgendwie verpflichtet war, irgendwas zu machen. So einfach nur, ja, die haben mir gesagt, ja, wir haben dir mal ein bisschen was zugeschickt, kannst du mal irgendwann zeigen. Hier ist dieses irgendwann. So, ne, okay, können wir machen. So, hab vor kurzem gelesen, dass eine The Rock-Karte für über 120.000 verkauft wurde. Okay, krass, wahrscheinlich an ihn selbst. Kann ich mir nicht vorstellen. Boah, Alter, das ist aber auch echt scheiße aufzumachen, diese Pisse. All Elite hat übrigens auch 2 Kartenserie, glaube ich. Vielleicht, wenn man nochmal Kartens Wrestling Stuff öffnet, kann man auch All Elite Karten mit einbringen. Ja, generell schon, aber ich habe das eher, weil ich, also ich habe die mir ja nicht gekauft hier, sondern ich habe die halt zugeschickt gekriegt. Deswegen habe ich sie überhaupt. Also die All Elite Karten müsste ich mir ja dann kaufen und dafür, dass ich sie eigentlich nicht haben will. So, die Yu-Gi-Oh! Karten, die will ich haben. So, die kaufe ich mir. Aber das ist hier eigentlich bloß Spaß und Freude, weil ich es halt da habe. So, ne? So, okay. So, dann haben wir noch eine Megatin 2. Machen erstmal dieses Pack hier auf. Oh, das ist natürlich was Feines. Boah, das sieht sogar richtig cool aus. The Undertaker. Gold Limited Edition. Das ist schon wieder nice. Also das ist geil. Das sieht auch cool aus vom Bild her an sich. Halt echt nice. Macho Man, Randy Savage, Ric Flair, Shawn Michaels, Stone Cold, Papa Django, Vader, Booker T, Daniel Bryan, Drew McIntyre, Randy Orton. Ein völlig random Roman Reigns auf dem Kopf. Warum auch immer. King Corbin, Alexa und Becky Lynch. Auch sehr schön. Aber die Taker-Karte ist schon, die ist schon was Feines. Die ist schon richtig cool. So, nur Trading-Cards sind populär, soweit ich weiß. Aber sind das hier keine Trading-Cards? Das sind auch Trading-Cards. Slam Attack, Trading-Card-Game. So, wieso ist das hier nichts? So, keine Ahnung. Boah, ey. So. Auch hier noch einen schönen Bret Hart in Gold. Auch sehr nice. Das ist sogar noch so ein bisschen, weiß nicht, sieht so ein bisschen gekrisselt aus. Also sieht cool aus, aber ja. Eine Charlotte und einen auf Kopf stehenden Phenomenal Forearm. SmackDown Tag Team Titel, ein Chokeslam auf dem Kopf, ein WWE Titel, Dolph Ziggler, nice. Kofi Kingston, The Miz, AJ Styles, Asuka, Natalya, die haben auch jetzt in jedem Pack drin, Murphy und Shayna. So. Warum dreht sich das alles? Lucha House Party, die Street Profits, Robert Roode und Dolph Ziggler, Killian Dane, auch schon bei Unlimited, Daniel Bryan, Wesley Blake, Lacey Evans, Shorty G, Diamond Dallas Page, Maurice, Mark Coffey. So, Oney Lorcan, nur einer ist gedreht, ich verstehe es einfach nicht. Gallus, Mark Coffey, Seth Rollins und Murphy, Walter. Oh, was drehen die das denn hier alles um? Jimmy Uso, Shotzi Blackheart, Candice LeRae, Rey Mysterio, Razor Ramon, Austin Theory, AJ Styles, Danny Burch und Oney Lorcan, Chad Benjamin, Aria Davari, auch bei All Elite,
Cameron Grimes, Ricochet, Dana Brooke, Aleister Black, auch bei All Elite, Adam Cole und Lita und Ruby Riott und die Forgotten Sons, die jeder vergotten hat. Ja, nicht schlecht. Okay, also die zweite Tin haben wir dann auch erledigt. So, und jetzt sind hier noch diese ganzen Hefte. Wie gesagt, ich mache jetzt alles auf, aber was ist da los? Wer schweißt diese Scheiße so nah da dran ein? Das kriegt doch keiner auf. So. Was ist das hier für ein Bild dazu einfach? Ist das wirklich nur ein Bild oder ist das hier irgendwas, was man auch gebrauchen kann? Es ist wirklich nur eine Karte einfach. Okay, Superstar, Multi... keine Ahnung. Okay. Limited Karte von Becky Lynch. Obwohl die auch cool aussehen. Na gut, wir schauen mal rein. Die wird ja dann wahrscheinlich hier drin sein, oder? Ach nee, die ist hier drin. Da, wo Limited Edition Card Inside Becky Lynch steht. Könnte das sein? So. Auch noch falsch rum in dem Set. Ey, keiner weiß, wie die einsortiert wurden, ey. Okay, also wir haben einen Jackhammer von Goldberg. Alter, jetzt wird's ja völlig wahllos. Wie werden die einsortiert einfach? Wer ist so besoffen? Ein Otis noch dazu. Okay, mit dem Money in the Bank Cash-In. So, Cedric Alexander. Undertaker. Humberto Carrillo und Velveteen Dream. Ein wenig in die Jahre gekommen, die Karten. Ja, nicht schlecht. Kann man mal machen. So. Die Kram hier. Das ganze Plastik. So, wie kriege ich die Karten hier ab? Einfach ziehen, oder? Alter. Na tolle Wurst. Bodenlose Frechheit, dass sie hier kreuz und quer drin liegen. Naja, ist ja wirklich komisch. Also zeigt nicht wirklich von Qualität, würde ich mal sagen. Sharpshooter von Bret Hart. Sehr nice. Asuka mit Cash-In haben wir auch schon tausendmal. Guck mal, da ist die so rum, der Rest wieder so. Es ist doch einfach komisch. Die Viking Raiders, Fandango, nice. Ivar und The Fiend. Okay, so. Dann sind die anderen Karten hier. Das wird jetzt alles ein bisschen komplizierter. So. Oh. Immer schon komisch, wenn man die gar nicht richtig aufkriegt, die Kackdinger. So. Oh, ey, jetzt ist wirklich. Wieso ist die wieder andersrum? Natalia, keiner braucht sie. Eric, Naomi, dann Xavier Woods, Braun Strowman und noch eine Sasha Banks. In Silber, auch mit Holo und so. Guck mal, das sieht schon cool aus. Der Holo-Effekt sieht schon nice aus. Naja. Warum nicht? Dirty Dango, genau. So. Oh, ein US-Championship. So, dann drehen wir das wieder. Dann drehen wir das hier. Und wir haben noch einen Murphy am Start. Kofi Kingston, Alexa Bliss, Mark Andrews und Johnny Gargano. Oh. Ey. Shayna Baszler, Dave Massive, Keith Lee und eine Charlotte und ein Kalisto und eine Nia Jax. Ja, ja, nicht schlecht. So, jetzt sind das alle die Dinger weg. Jetzt haben wir aber noch die Limited Edition Becky Lynch Karten. So, diese Pappe hier kann weg. Klebt sowieso. So. Und, oh, das sieht echt cool aus. Das ist schon sehr nett. Eine Bronze Limited Edition von Becky Lynch. Das hat schon was, muss ich sagen. Das ist schon ganz nett. Wie die vom Undertaker. Es ist immer die Frage, wie das Bild, was halt von dem Wrestler drauf ist, wie das halt aussieht. Aber das ist schon echt ziemlich nice. Oder? Schon ganz cool. So. Oh Gott, hier ist alles verdreht. Noch eine Natalia. Forgotten Sons. Shelton Benjamin, Alexa Bliss und Nikki Cross und noch ein Tag Team Titel.
Naja, also die hier und die vom Undertaker, das sind schon, darf ich sagen, okay, das ist schon sehr nice, zumindest optisch. Aber wir haben noch was, so Kram, und zwar mit Roman Reigns drauf, juhu! So, auch hier wieder keine Möglichkeit, die Scheiße ohne Schere aufzukriegen. Ich habe auch wieder die beste Schere rausgesucht, einfach, die ich da hatte. So. Schmutz, Schmutz. So. Weg damit. Pinke Schere steht dir. Ja, sowieso. Da bin ich doch offen. Kairi Sane. Auch sind sehr schön. Shinsuke Nakamura, Alexander Wolf, Sheamus, Candice LeRae und noch ein Women's Tag Team UK Title von NXT. Ohne Tag Team, nur mit Women's. Oh. Der Kindergartenschere, ey, die ist brutal, weißt du? So, ein Daniel Bryan, ein Keith Lee. Ein Sting, ein Ever-Rise, yo ey, Jericho Appreciation Society, ich sag's euch, kranke Scheiße, das Bild ist richtig schlecht. Also wie auch immer das fotografiert, aber das ist auf der Karte so, das ist nicht irgendwie komisch zu warm fotografiert, oder also das ist zu warm fotografiert, also es sieht wirklich genauso kacke aus, wie es auf der Kamera aussieht. Forgotten Sons und zu guter Letzt, oi, das ist fresh, ein Golden Iconics The Rock. Der ist fett. Der gefällt mir. Auch diesen komischen Effekt da hinten. Hui. Nicht schlecht. So, fast ein reines All-Elite-Pack. 120.000, ja genau, für die The Rock-Karte, ja. So. Dann geht's weiter. Andrade. Ja, wenn irgendwer, der hier die Karten gewinnt, wenn der die richtig krass verscherbelt für einen Haufen Kohle, dann will ich aber eine dicke Donation hier sehen. Aleister Black, Cameron Grimes, Mercy the Buzzard. Auf jeden Fall, der braucht eine eigene Karte, man kennt's. Ruby Riot und dann haben wir noch die NXT Tag Team Titel. Easy. Naja. So. Rock immer wertvoll. Okay. So, weiter geht's. Ey, diese ganze Papierscheiße. Lita, nice. Ein Steel Chair, also die verbauen alles auf eine Karte, ey. Aria Davari, Bret the Hitman Hart auch nochmal mit dieser silbernen Schrift. Und Matt Riddle und eine Nikki Cross. So, weiter geht's. So, wir haben eine Charlotte, Alexa und Nikki, Diesel, Mustafa Ali, Shayna und noch ein NXT Women's Titel. Naja, so, aber hier auch wieder Roman Reigns Limited Edition. So, jetzt will ich hier was richtig Freshes haben einfach. Jetzt muss das hier richtig knallen. So, okay, die The Rock Card ist nur 8 Euro wert. Das heißt nur 8 Euro. Dafür, dass ich die hier gleich verschenke, ist das gar nicht so verkehrt. So, also wir starten mit Shorty G. Dann auch wieder Shayna. Karrion Kross. Bret Hart. Und dann mal wieder so ein gedrehter Scheiß. Ui, Alter, Undertaker. Sehr nice. Super rare. Krass. Und dann haben wir einen goldenen Roman Reigns. Ja, das ist auch cool. Das ist schon cool. Ist schon cool. Kann man nicht sagen. Karte nehme ich. Okay. Ja. Also, ich keine Ahnung, wie viele Karten das jetzt hier sind, aber scheinbar eine ganze Menge. Das ist nur die aus den beiden Heften jetzt hier. Der Stapel. Also, ja, geht schon. So, hier ist auch nochmal irgendein Kram mit dazu. Enthält 19 Karten, eine Sammelmappe, ein Spielfeld und ein Sammlermagazin. Ein Spielfeld?
Alter. Okay. Auf eBay unter verkaufte Artikel. Okay. Ja, wie gesagt, also wenn ihr hier richtig Cash macht aus den ganzen Karten, die ich euch jetzt hier gleich verschenke, dann möchte ich eine dicke Donation dafür haben, okay? Zumindest halbe muss sein. So. Okay, das war's. Dann ist hier schon mal eine richtig große John Cena-Karte drin. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, wie man die einsortieren soll, aber ja, gut. Dann ist es halt so. So, also, Kevin Owens, nice. Hexer Jim Duggan, Beth Phoenix, Karrion Kross, British Bulldog und noch ein Intercontinental-Titel. So. Taker-Karte ist sogar nur 5 Euro wert. 5 Euro für eine Karte ist recht okay. Also das geht voll fit. So, also das geht klar. So, Drew McIntyre, nice. Andre the Giant, Bobby Fish, Tony Storm, Husky und Trent Seven. Und dann haben wir noch eine Limited Edition Karte Inside von irgendwas, keiner weiß es. So, und zwar Murphy, den hatten wir schon ein paar Mal. Montez Ford, Maurice, Tegan Nox, dann noch ein Women's Titel und ui, das sieht auch richtig fähig aus. The Fiend als Gold Limited Edition. Das ist auch geil. Vom Bild her sieht das auch richtig fresh aus. Das gefällt mir auch. So, kann man machen. So, was ist da jetzt noch für ein Schmarrn drin? So, also einmal das hier. Das ist einfach nichts. Oh, hier ist ein Bild von Drew McIntyre mit drin. Okay, schön. Danke dafür. Und dann ist ja einfach mal so ein für einsortieren, Karten einsortieren Teil. Okay, gut. Nicht so schlecht. So, dann haben wir eine Sammelanleitungs-Checkliste. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Okay. Gut. Gut, da könnt ihr dann abhaken, was ihr jetzt alles gekriegt habt, von mir aus. Und dann gibt es noch ein Spielfeld oder was? Ach du Scheiße. Ja, und noch hier irgendein anderes Bild mit den Money in the Bank Leuten. Naja, gut. Okay. Schön. Naja, ist doch mal was Feines. Haben wir das auch mal gemacht. Ja, und die ganzen Karten werden jetzt bei mir im Livestream verlost. Und ja, das war's dann erstmal mit dem Unboxing für jetzt. Vielen Dank fürs Einschalten. Abo da lassen, lokal aktivieren, Kanal Mitglied werden. Hau rein und tschüss.